Und für das heutige Gitarren-Tutorial habe ich mir den Song Ring of Fire von Johnny Cash mal hergenommen. Ich habe aber die Version vom, oder den Soundtrack vom Walk the Line Album hergenommen. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich ganz schön verschätzt, wo ich diese Nummer das erste Mal gehört habe. Ich dachte, Mensch, könntest du schnell machen. Wird ein ganz fixes Ding. Und ja, im Endeffekt schaut es so aus. Ich habe mittlerweile 3 Blätter. Normalerweise beim Song habe ich immer nur ein. Kleine Notiz, diesmal sind jetzt wirklich 3. Liegt einfach daran, weil sehr oft mal ein Zweivierteltakt mitten reingespielt ist. Also so auch teilweise sehr ungeplant. Und habe mich da immer gewundert beim Spielen, warum ich da irgendwie manchmal ab und zu mal ein bisschen rauskam. Ja, und habe mir das ganze Ding mal genauer angehört, rausgehört und so ausnotiert. Ich spiele jetzt mit der E-Gitarre. Man kann das natürlich wunderbar genauso auf einer akustischen Gitarre auch spielen. Das funktioniert genauso gut und klingt, denke ich, auch genauso gut. Nur, wenn man sich diese Version da anhört von dem Album, dann wird man merken, wow, da ist schon ganz schön Dampf dahinter und das wollte ich so ein bisschen, wie sagt man, nachmachen. Ja, okay, steigen wir ein. Am Anfang geht das ganze Ding los mit einer Melodie. Die Melodie geht. So, die Töne sind eigentlich alles ganz easy. Die kleinste Rhythmik, die wir haben, sind Achtel. Das bedeutet, alles auf ZZ und schlage ich nach oben, alles auf 1, 2, 3, 4 schlage ich abwärts. Der erste Takt geht los mit dem Ton E. Ich spiele in dem zweiten Bund auf der D-Seite. Es geht also 1, 2 und 3 und 4. Ja. Jetzt kommt ein Zweivierteltakt. Wir gehen auf den Ton Fis im vierten Bund auf der D-Seite. 1 und auf ZZ 2 die leere D-Seite. Also. Und dann wieder ganz normal 4 Viertel, 2 Takte lang lassen wir den Ton E. Wieder im zweiten Bund auf der D-Seite einfach liegen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ist die Rhythmik. 1, 2 und 3 und 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Die Rhythmik bleibt genau gleich. Jetzt kommen nur neue Noten dazu. Wir gehen auf die A-Seite im vierten Bund auf den Don Cis. Ja, wieder in dem Rhythmus. 1, 2 und 3 und 4. Und jetzt spiele ich den Ton D, den spiele ich im fünften Bund auf der A-Seite und im zweiten Bund den Ton B auf der A-Seite. Und dann gehe ich wieder zurück auf den Ton Cis im vierten Bund. Ja, also geht das Ganze. Das Komplizierte sind nämlich immer diese zwei Vierteltakte, die mittendrin sind. Und damit man da ein bisschen auch was davon hat und nicht einfach nur den Tabs nachspielt oder sowas, würde ich dir raten, versuch das einfach wirklich mal mitzuzählen. Wenn man das ein paar Mal gemacht hat, kriegt man da richtig gut Übung und man kriegt auch ein gutes Rhythmusgefühl, finde ich. Ja, ich habe dann diese Melodie hergenommen und habe die noch ein bisschen mit Akkorden kaschiert, weil es klingt ja sonst trotzdem ein bisschen dünn. Ja, die Melodie, die Töne lasse ich auch genauso, wie sie gerade eben waren. Ich baue einfach nur dementsprechend ab und zu mal einen Akkordton mit rein. Das heißt, am Anfang spiele ich jetzt zum Beispiel hier die leere A-Seite zum zweiten Bund mit dazu. Ist wie ein Powerchord. Ja. So, dann gehe ich einfach nur auf den vierten Bund von der D-Seite und spiele die leere A-Seite. Und dann A-Seite und D-Seite gemeinsam. So, und jetzt greife ich hier einen A-Dur-Akkord. Ich greife den einfach nur Barré. Ich lege meinen Zeigefinger über D, G und B-Seite im zweiten Bund Barré und spiele dann so einen typischen Country-Rhythmus. Das heißt, ich spiele auf ZZ 1 den Grundton, die A-Seite, dann den Akkord 2 und 2 und auf 3 einen Wechselbass. Das ist die Quinte von dem Akkord immer. Das ist der Ton E in dem Fall. Und dann wieder den Akkord. Also. Und das ganze Ding 2 Takte. 1, 2 und 3. Und das ist auch der Rhythmus, der sich dann durch den ganzen Song zieht. Okay, der erste Teil von der Melodie. So, jetzt geht meine Melodie ja weiter auf den vierten Bund von der A-Seite auf den Ton Cis. Und dazu spiele ich den fünften Bund von der tiefen E-Seite den Ton A noch dazu. Wieder im Rhythmus. So, dann gehe ich mit meiner Melodie weiter auf den fünften Bund von der A-Seite, ich spiele also dann fünfter Bund, A-Seite, fünfter Bund, E-Seite. So, dann zweiter Bund, vorne der Ton B mit der leeren E-Seite, also wie ein E-Powerchord. Ja, das heißt.
So, und jetzt greife ich einen A-Dur-Akkord. Funktioniert wieder genauso. Ich lege meinen Zeigefinger wieder Barré über D, G und B-Seite. Lege aber jetzt meinen Ringfinger auf den vierten Bund von der A-Seite, auf den Ton Cis. Ja, das war unser Melodieton. Und den kleinen Finger lege ich im fünften Bund. Das ist meine Bassnote im fünften Bund auf die E-Seite, den Ton A, und spiele wieder den Rhythmus. So, dann nehme ich einfach nur meinen kleinen Finger weg und spiele die leere E-Seite. Ja? Da habe ich wieder diesen Rhythmus. Heißt, meine Melodie geht also, der zweite Teil erstmal. Die ganze Intro-Melodie. So, jetzt geht's in die Strophe rein, und in der Strophe ist es so, wir brauchen wieder die Akkorde A, D und E, oder wir brauchen diese Akkorde. Und der erste Teil oder die ersten drei Zeilen aus der Strophe werden genau gleich gespielt. Wir spielen eineinhalb Takte lang den A-Akkord, einen halben Takt D und dann zwei Takte A. Ich spiele einmal vor. Ja, und das Ganze dreimal. Ja? Also haben wir dam, da, 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 dam. Und jetzt, letzte Zeile, geht dann A, ein Takt. Und jetzt einen Zweivierteltakt E, also wir spielen E-Akkord. Ja, und vom Anschlagen her genau dasselbe. Und dann auf A. Ja, das heißt. So, und am Schluss geht immer ein kleiner Übergang. Und das kann man sich jetzt merken, der Übergang auf den Refrain, da gehen die Töne eigentlich immer runterwärts. Das heißt, wir spielen A. Und dann spielen wir, ich spiele dann nochmal im fünften Bund den Ton A auf der E-Seite. Dann vierten Bund E-Seite Gis und den Fis im zweiten. Ja, wobei der erste A immer recht kurz gespielt ist. Das heißt also. Und dann geht es immer in den Refrain. Okay, also das war die Strophe. Gehen wir weiter in den Refrain. Refrain besteht auch nur aus den Akkorden E, D und A. Wir haben zwei Takte E, ein Takt D, ein Takt A. Das Ganze wird mit einer Wiederholung gespielt. Wobei ich das in Klammer 1 und 2 gesetzt habe, weil in der ersten Klammer einfach so zwei Übergangstöne drin sind. Ich spiele es erstmal vor. Ja, so, das heißt also am Schluss hatten wir den Ton Gis, wieder vierter Bund und zweiter Bund auf der E-Seite noch mit drin. Funktioniert also so. Zwei Takte E. D und A. Dann wieder E. So, und jetzt gehen wir in die nächste Zeile. Burns, 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 ja. Da geht es dann los. Wir haben zweieinhalb Takte den A-Akkord, einen halben Takt den D, eineinhalb Takte A, halber Takt E und hinten nochmal einen Takt A. Ist ein bisschen verwirrend, aber ich denke, wenn man das sowieso singt, kommt man da automatisch rein. Das heißt, jetzt D, kurz und A und E. Ja. So, und dann steigen wir wieder in diese Melodie ein, in unser Interlude. Die Interlude-Melodie, die bekommt immer so einen Auftakt, also Auftakt kann man nicht sagen, also eine Melodie, die nach oben geht, ja, im Gegensatz zu der zum Refrain. Da spielen wir einfach A-Seite leer, dann zweiter Bund, vierter Bund, alles auf der A-Seite, fünfter Bund, A-Seite. Ja, die Töne sind A, B, Cis, D. Und dann geht es wieder ins Interlude und wir spielen es genauso, wie man das kennt, den ersten Teil. Am Schluss dann wieder diesen Aufgang, dass die Melodie nochmal kommt, weil diesmal kommt das Interlude zweimal. Geht also so. Musik.
So, und jetzt in Klammer 2, wieder genauso. So, und jetzt der Zweivierteltakt. Wir gehen aber jetzt in den zweiten Bund von der A-Seite. Auf den vierten Bund von der tiefen E-Seite. Das sind die Töne B und Gis. Und spielen dann wieder unseren A-Akkord. Ja, H ist in der Lut 2, funktioniert so. So, und dann bin ich wieder ganz normal in meinem Refrain drin. Von dem Refrain läuft es dann weiter, einfach einmal durch. Der ganz normale Refrain, ganz normal hinten raus, das ganze Zeug, wie wir es halt schon kennen. Und dann geht es in die Strophe 2. Die Strophe 2 beginnt erst wieder genauso wie die Strophe 1. Einfach mit da, D, A. Nochmal. D, A. So, und dann geht es weiter. A. Ja, die dritte Zeile von der Strophe 2, da haben wir dann wieder D, aber nur einen Zweivierteltakt, ja? Dann D und dann gehen wir wieder zurück auf A. A, E, A. Und dann Übergang wieder in den Refrain. Und da sind wir wieder ganz normal im Refrain. Ja, und dann spiele ich noch einmal kurz die zweite Strophe ganz. Und dann bin ich wieder im Refrain. Ja, Refrain läuft dann wieder ganz normal durch und am Schluss dieses And it burns, burns, burns wird einfach nochmal wiederholt und danach haben wir ein Outro und es geht immer nur A-Akkord, eineinhalb Takte und dann E. Ja, und das war das ganze Tutorial von Ring of Fire, wie schon gesagt, ist nicht die allgemeine Version, die man eigentlich überall findet, sondern das ist die Version vom Walk the Line Soundtrack. Ja, ich wünsche dir viel Spaß damit. Wenn es dir gefallen hat, würde es mich freuen. Geht der Daumen nach oben. Ja, teilen, teilen, teilen. Ich freue mich darüber. Und wir sehen uns in der nächsten Lektion. Bis dahin oder im nächsten Tutorial. Und bis dahin sage ich ciao, der Michel.